Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Bevor wir vor allem mal heute nach Großbritannien schauen, werden wir als erstes einen Blick nach Deutschland riskieren, denn dort sieht es alles andere als rosig aus, wenn es um die deutsche Wirtschaft geht, wie aktuell auch ein Artikel deutlich macht vom 10. Februar. Da heißt es: Klartext aus den USA. Deutschlands Tage als industrielle Supermacht sind gezählt. Deutschland steckt in der Krise. Dieser Meinung ist vor allem auch das Ausland. Der US-Branchendienst Bloomberg spricht vom Niedergang und politischer Lähmung. Der US-Nachrichtendienst Bloomberg zeichnet in einem ausführlichen Beitrag unter dem Titel »Deutschlands Tage als industrielle Supermacht sind gezählt« ein düsteres Bild über die Lage der deutschen Wirtschaft. So schreiben die Autoren, dass die Grundpfeiler des deutschen Industrieparts wie Dominosteine umgefallen sind. Die USA hätten sich entfernt. China sei kein unersättlicher Abnehmer deutscher Industrieprodukte mehr. Und das billige Erdgas aus Russland sei weggefallen, so die Bestandsaufnahme. Also auch auf Grundlage des russischen Gases, das Deutschland nicht mehr bekommt oder nicht mehr beziehen will, sieht die Lage der deutschen Wirtschaft alles andere als rosig aus. Und man könnte fast sagen, die Tage sind in der Tat gezählt, die Tage sind vorbei, als Deutschlands Wirtschaft brummte und ein Lokomotivführer war für die ganze Europäische Union. Jetzt ist Deutschlands Wirtschaft eher mit einem Trabi vergleichbar, der globalen Weltwirtschaft hinterherhängt. Nun verlassen wir schnell Deutschland wieder und kommen in den Nahen Osten nach Israel, wo aktuelle Nachrichten deutlich machen, wie es gerade dort aussieht. Denn am 5. Februar heißt es in einem Artikel: Israel sagt, die Hälfte der Hamas-Kämpfer sei getötet worden. Sinwar sei auf der Flucht, während der Premierminister den Sieg in wenigen Monaten verspricht. Israels Führer behaupten am Montag, die IDF habe die Hälfte der Kämpfer der Hamas-Terrorgruppe getötet oder schwer verletzt und sagten, das Ende einer fast 4 Monate andauernden Offensive in Gaza sei eine Frage von Monaten und nicht von Jahren, da sich die Kämpfe ausweiten würden in die südliche Metropole, die die letzte Chance des Gazastreifens darstellt. Premierminister Benjamin Netanyahu versprach, dass Israel einen vollständigen Sieg erringen werde. Und wir wissen ja, was das Ziel Israels ist, nämlich die Hamas komplett zu zerschlagen. Und dieses Ziel soll laut den israelischen Politikern und dem Premierminister Netanyahu in einigen Monaten erreicht werden. Ob das auch der Fall sein wird, werden wir natürlich in den nächsten Wochen und Monaten weiter im Auge behalten. Im Auge behalten werden wir auch die Präsidentschaftswahl Ende des Jahres in den USA. Und da macht sich vor allem breit eine unglaubliche Verwechslungsgefahr bei Joe Biden. So wurde am 6. Februar berichtet, Joe Biden verwechselte Macron mit Mitterrand, der 1996 verstarb. Mitterrand war auch ein französischer Präsident, der vor allem in der Zeit, als Helmut Kohl Kanzler war, sehr viel bewegte in Frankreich. Und Macron mit Mitterrand zu vergleichen, der fast 30 Jahre tot ist, ja, das ist schon verwunderlich. Aber auch am 9.2. wurde berichtet, US-Präsident Biden verwechselt Kohl mit Merkel und Ägypten mit Mexiko. Ja, stellt euch vor, Joe Biden würde irgendwo Raketen schicken und verwechselt auf einmal Russland oder den Iran mit Deutschland. Ja, dann können die Raketen auf jeden Fall irgendwie ihre Ziele auch sehr schnell verfehlen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Joe Biden im Amt bleiben wird, egal wen die Republikaner aufstellen. Aber wahrscheinlich wird es Donald Trump sein. Nun kommen wir aber mal nach Großbritannien, wo ja der neue König Charles eine Diagnose bekommen hat, nämlich dass er Krebs hat. Dazu schauen wir uns einen Artikel an vom 6. Februar. Nach Krebsdiagnose. Große Sorge um König Charles III. Erst vor einer Woche war König Charles III. Nach einem Eingriff an der Prostata aus der Klinik entlassen worden. Am Sonntag zeigte er sich fröhlich winkend an der Seite seiner Frau Camilla beim Kirchgang in Nordengland. Am Montagabend dann die schockierende Nachricht, von britischen Medien per Eilmeldung verbreitet. Der Buckingham Palace teilte mit, im Zuge der Prostataoperation vor 10 Tagen sei bei König Charles Krebs diagnostiziert worden. Und wir wissen, König Charles III. Ist jetzt nicht gerade schon lange König von England und von Großbritannien, vom Commonwealth, und
Es könnte sein, dass er auch nicht mehr lange König bleiben wird. Und deswegen macht sich auch schon sein Thronfolger sozusagen warm und stellt sich in die Fußstapfen, nämlich Prinz William. So wurde berichtet am 12. Februar, Prinz William, neuer Privatsekretär für den Thronfolger. Der britische Thronfolger Prinz William, 41, holt sich nach der Krebsdiagnose seines Vaters Unterstützung. Ex-Diplomat Ian Patrick hat die Rolle des Privatsekretärs übernommen. Und so könnte Prinz William auch demnächst die Rolle seines Vaters übernehmen und neuer König von England werden. Und da Prinz William 41 Jahre jung ist, im wahrsten Sinne des Wortes, könnte Prinz William auch der letzte König von England sein in der Endzeit, in der Drangsal, bevor der wahre König der Könige, Jesus Christus, zurückkommt. Deswegen, wer weiß, ob Prinz William laut biblischer Endzeitprophetie nicht der letzte König von England dann sein könnte. Nun schauen wir uns mal an, was auch letztes Jahr berichtet wurde, was schon einen großen Skandal eigentlich auslösen sollte in Großbritannien, aber man hat sich da an sehr vieles gewöhnt, wenn es um die Königsfamilie geht. Am 26.11.2023 wurde berichtet, britischer König, profitiert Charles vom Erbe tausender Verstorbener? In manchen Regionen profitiert das britische Königshaus vom Erbe von Menschen, die ohne Angehörige sterben. Laut einem Medienbericht wird das Geld aber anders als bislang angegeben, selten für wohltätige Zwecke gespendet. Interne Dokumente, die der Zeitung vorliegen, beweisen demnach, dass mit dem Geld auch Gebäude renoviert werden, die dem König gehören und gegen Einnahmen vermietet werden. Das heißt, die königliche Familie in Großbritannien macht Geld mit dem Geld von Verstorbenen, das sie nicht für wohltätige Zwecke ausgeben, sondern für ihre eigenen Paläste, und die vermieten sie wiederum und profitieren und haben davon wiederum mehr Geld. Tja, ein Aufschrei müsste eigentlich durch Großbritannien gehen, aber die Königsfamilie, die scheint für einige heilig zu sein. Und das ist auch der Fall tatsächlich im Amazonas-Bundesstaat Tocantins, denn da wird Prinz Charles sogar vergöttert. Dazu schauen wir uns mal an, was der Guardian geschrieben hat am 6. März 2002. Charles geflügelt und die Welt rettend. Damit rettet Prinz Charles die Welt, sagte José Siqueira Campos, der Gouverneur des Amazonas-Bundesstaates Tocantins. Er sah begeistert aus. Nun, wir bringen mal ein bisschen Licht im Dunkeln, worum geht es hier bei diesem Amazonas-Bericht. Der Telegraph berichtet am 21.10.2007. Der Prinz von Wales, König Charles, wird diese Woche ein leidenschaftliches Plädoyer für die Notwendigkeit halten, den Amazonas-Regenwald vor der Abholzung zu bewahren. 5 Jahre, nachdem seine Bewohner ihn als geflügelten Gott dargestellt haben, weil er sich ihrer Sache angenommen hat. Also weil irgendwie König Charles angeblich versucht, den Regenwald dort im Amazonas-Gebirge zu retten, was ja nicht wirklich erfolgreich war, haben sie ihn tatsächlich vergöttert, und zwar mit einer geflügelten göttlichen Statue. Hier sehen wir diese Statue zu Ehren von König Charles III., eine Art, ja, luziferische Statue. Hier wird Prinz Charles als Gott dargestellt mit geflügelten Engeln. Als der Retter der Welt haben wir vorhin gesehen. Und das ist biblisch-technisch gesehen nichts anderes als Götzendienst. Deswegen, wir werden sowieso noch das ein oder andere Video über die Königsfamilie machen und über gewisse Hintergründe, die ihr vielleicht so noch nicht gehört habt, aber dazu in einem anderen Video mehr. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert, unterstützt auch gerne den Kanal, dafür bin ich euch sehr dankbar. Und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie den wahren Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der König der Könige, der Herr der Herren, der Richter der Welt, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.